Am Anfang der Wahrscheinlichkeitstheorie, da standen ein paar kleine Rätselaufgaben, die mit dem Würfelspiel zu tun hatten. Würfelspielen war damals ein sehr beliebter Zeitvertreib in Europa. Und da will ich Ihnen nur zwei kleine Beispiele bringen, die eine große historische Rolle gespielt haben. Erstes Beispiel, man würfelt mit zwei Würfeln und zählt die Augenzahlen zusammen. Da stellt sich heraus, die Augensumme 9 kann auf zweierlei Arten erreicht werden, nämlich als 4 plus 5 oder als 6 plus 3. Und ebenso die Augensumme 10, die kann auf zweierlei Arten erreicht werden, nämlich als 5 plus 5 und als 6 plus 4. Möchte man also meinen, dass Augensumme 9 und Augensumme 10 gleich wahrscheinlich sind. Es stellt sich aber heraus, man hat damals sehr, sehr viel gewürfelt, stellt sich heraus, dass dem nicht so war. Das 9 kommt häufiger vor als 10. Die Augensumme 9 hat eine Häufigkeit von 11,1% aller Würfe und die Augensumme 10 kommt nur mit einer Häufigkeit von 8,3% vor. Wie kann das sein? Nun, um das zu erklären, stellt man sich am besten vor, dass die beiden Würfel verschiedene Farben haben. Der eine, sagen wir, ist rot und der andere Würfel ist weiß. Das Resultat eines Versuches ist, dass dann ein Paar von Zahlen x und y, x, was der rote Würfel zeigt, und y, was der weiße Würfel zeigt. Wobei x und y Zahlen zwischen 1 und 6 sind. Da sieht man dann, dass es 36 mögliche Fälle gibt. Jeder von diesen Fällen ist gleich wahrscheinlich, hat eine Wahrscheinlichkeit von 1/36. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie man die Augensumme 9 erhalten kann, so sehen wir, dass man das auf viererlei Weise erhalten kann. Durch vier solche Paare. Nämlich, das erste Paar wäre, rot zeigt 4, weiß zeigt 5. Das zweite wäre, rot zeigt 5, weiß zeigt 4. Dann rot zeigt 3 und weiß zeigt 6. Oder rot zeigt 6 und weiß zeigt 3. Die Wahrscheinlichkeit ist also 4 durch 36 und das gibt also ein... Augensumme 10 kann man dagegen nur auf drei Arten erreichen. Entweder so, dass beide Würfel 5 zeigen oder dass Rot 4 zeigt und Weiß 6 oder Rot 6 und Weiß 4. Das hat also eine geringere Wahrscheinlichkeit. Das sind 3 36stel. Das ist nur ein Zwölftel. Nicht im Wesentlichen kommt es darauf hinaus, dass man 5 nur auf eine Art, 5 plus 5 nur auf eine Art erreichen kann, da müssen beide Würfel 5 zeigen. Dagegen 4 plus 5 kann man auf zweierlei Weisen erreichen. Rot zeigt 4 und Weiß zeigt 5 oder vice versa. Das zweite Rätsel. Zwei Spieler, sagen wir Blaise und Pierre, wollen würfeln, bis der erste dreimal gewonnen hat. Eine Runde, bei der beide Spieler die gleiche Augenzahl würfeln, die zählt nicht. Jeder hat 6 Dukaten, sagen wir, auf den Tisch gelegt. Die Partie steht, sagen wir, 2-1 für Pierre. Da kommt der Kardinal Richelieu vorbei und sagt, das Glücksspiel ist verboten, ihr dürft nicht weiterspielen. Da ist Widerspruch dann sicher nicht angebracht. Na gut, Pierre greift nach dem Geld, das sind immerhin 12 Dukaten, sagt Spielabbruch, ich habe gewonnen. Nein, nein, protestiert der Blaise. Das Spiel kam ja nicht zustande. Also bekommt jeder seine 6 Dukaten zurück. Aber das ist auch wieder nicht fair, sagt der Pierre. Immerhin habe ich doppelt so viele Punkte wie du. Also bekomme ich doppelt so viel vom Einsatz, nämlich 2/3. 8 Dukaten für mich und 4 für dich. Mir soll's recht sein, sagt Blaise. Das wirkt jetzt Pierres Misstrauen. Und er macht sich ans Rechnen. Wie ist der Einsatz aufzuteilen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Blaise die Partie gewinnt?
Und da wird klar, diese Wahrscheinlichkeit ist ein Viertel. Denn Blaise kann nur gewinnen, als Nachzügler, wenn er die nächsten zwei Runden hintereinander gewinnt. Ja, 25, nächste Runde hat er die Chance, 50% zu gewinnen. Und dann muss er gleich noch die nächste Runde gewinnen. Das sind wieder 50%. Das macht also insgesamt 25% ist die Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Daher bekommt er nur drei Dukaten. So soll man aufteilen. Gut, bevor wir uns von diesen Spielereien verabschieden, noch eine letzte Würfelspielerei. Nehmen wir jetzt an, wir haben drei Würfel. Sagen wir grün, rot und blau. Und die haben aber jetzt nicht alle die Zahlen von 1 bis 6, sondern da teilen wir die Augenzahlen, verteilen wir die Augenzahlen 1 bis 18 auf die 18 Seiten der drei Würfel. Ja, also der Rote bekommt die Augenzahl 18 auf einer Seite, die Augenzahl 10, die Augenzahl 8, die Augenzahl 7, die Augenzahl 9 und die Augenzahl 5. Der blaue Würfel bekommt 17 auf eine Seite, 16, 4, 3, 15 und 2. Der grüne Würfel 14 auf eine Seite, 13 auf eine, 11 auf eine, 6 auf eine, 12 auf eine und 1 auf eine. Sie bemerken, wir waren da sehr gerecht, weil wenn Sie da nachrechnen, die Augensumme ist jedes Mal bei jedem dieser Würfel 57. Ja, sind also anscheinend gleichberechtigt, diese Würfel. Und wir können jetzt also sagen, Sie wählen einen Würfel, ich wähle den anderen und dann wetten wir, wer beim nächsten Wurf eine höhere Zahl erreicht. Diesmal brauchen wir nicht zu befürchten, dass wir dieselbe Zahl würfeln würden und dadurch eine Runde verlieren. Sie werden vielleicht bemerken, dass ich Ihnen bei der Wahl des Würfels den Vortritt lasse. Und trotz dieser Bescheidenheit auf der Gewinnerstraße bin. Manchmal verliere ich, aber öfter nicht. Und je länger wir spielen, desto öfter ist mein Gewinn. Woher kommt denn das? Das ist ganz interessant. Die Würfel haben zwar denselben Mittelwert, aber Rot schlägt Blau. In einer Mehrzahl von Fällen. Und Blau schlägt Grün. In einer Mehrzahl von Fällen. Und das ist jetzt das Interessante. Grün schlägt Rot in einer Mehrzahl von Fällen. Nicht jedes Mal, das wäre ja auch zu verdächtig, aber sehr häufig. Jeweils ist die Gewinnwahrscheinlichkeit 58%. Ja, die Würfel haben nie denselben Mittelwert, aber Rot schlägt Blau, Blau schlägt Grün und Grün schlägt Rot, so wie bei einem Stein, Schere, Papierspielchen. Ja, wie schon erwähnt, solche Spielchen haben so große Geister beschäftigt wie Blaise Pascal, wie Pierre Fermat, wie Isaac Newton und wie Christian Huygens. Und im Laufe der Zeit hat sich dann die Wahrscheinlichkeitsrechnung von den Spielsalons emanzipiert. Zuerst wurde sie für Lebensversicherungen angewendet, dann in der statistischen Mechanik, dann in der Genetik und so weiter. Heute ist sie aus der Physik, aus der Chemie, Wirtschaftswissenschaften, aus der Biologie nicht mehr wegzudenken. Maxwell hat sie genannt die wahre Logik der Welt. Und Laplace bezeichnete sie als den bedeutendsten Gegenstand unserer Erkenntnis. Und Schrödinger hielt fest, der Zufall ist die gemeinsame Wurzel der strengen Gesetzmäßigkeiten der Physik. Und Monod sei im Zufall die Grundlage des wunderbaren Gebäudes der Evolution. Und Bertrand Russell, der traf den Nagel auf den Kopf, als er gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit ist der wichtigste Begriff der modernen Naturwissenschaften. Insbesondere, weil keiner die geringste Ahnung hat, was sie bedeutet.